Hat der Kläger halt die Scheibe rausgekriegt? Nee, ne? Schade. Wäre witzig gewesen. Ah, es ist schon wieder Morgen. Wie schön. Der Morgen bringt uns neue Sorgen. Am Morgen müssen wir besorgen, was wir brauchen übermorgen. Nee, das ist kein guter Reim. Morgen auf morgen ist einfach kein guter Reim. Kein guter Reim in dieser Zeit. So, dann machen wir das so, auch wenn das jetzt erstmal nicht symmetrisch wirkt, aber... So. Auch wenn das hier oben jetzt frei ist, aber das dient dem Zweck, falls das Auto dann doch höher ist. Also das kommt mir so klein vor, dieses Garagentor. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal so einen Hauch höher. Auch wenn das vorne offen ist, aber das macht ja nichts. Damit es dann da... das Auto später auch wirklich gut durchkommt. Wann auch immer wir mal eins haben werden. Das kann natürlich eine ganze Weile dauern. Das sind die nicht. Ich hätte eigentlich ganz gerne, können wir ganz, glaube ich, ganz normalen, massiven in diesem Fall hier. Zack, zack, diese da. Haben die einen passenden Giebel? Wir sind nämlich unsymmetrisch. Schräge 60. Haben wir einen 60er Giebel? Gefüllt. Stimmt, oder? Hier. Dreiviertel Giebel. Ah, wird schon passender dabei sein. Nehme ich mal an. Hoffe ich mal. Auch wieder aus Holz machen, wie da? Oder lassen wir das aus Stein? Ich glaube, den mache ich mal komplett aus Stein. So. Ich muss ja sagen, diese ganzen Bewegungen momentan und vor allem auch so dieses, das mit der Wokeness ist ja auch gerade ganz großes Thema, immer wieder, klar, in verschiedene Richtungen, natürlich auf der einen Seite sehr viele, die sich, versuchen, as woke as possible zu verhalten. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die Leute, die so richtig die Schnauze voll haben und eigentlich nur noch nach allen Regeln der Kunst auf der woken Szene rumpacken. Wie das aber so bei allem ist, genauso wie bei dem politischen Rechts-Links, die gegenseitig aufeinandertreten und es gibt immer so einen ganz geringen Teil, der in der Mitte sitzt, der irgendwie eigentlich schon gerne seine Ruhe hätte und ab und zu ganz vorsichtig in die beide Richtungen versucht zu sagen, sorry, könnt ihr das vielleicht lassen? Na, okay, nee, dann nix für ungut, dann, ja, nee, ich, ja, viel Spaß noch. So diese. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass wir, also ich sag ja sowieso, grundsätzlich und die ganze Zeit ist das Problem dieser, dieser Gesellschaft, dass wir im Allgemeinen massivst gelangweilt sind. Dass uns das Leben nichts Neues und nichts wirklich Herausforderndes bietet. Deswegen sind gerade diese ganzen Diskussionen ja vor allem in Deutschland besonders stark, weil es unserem Land einfach sehr, sehr gut geht. Auch wenn das wieder viele anders sehen und
Dann kommen wieder Sachen mit, ja, ach, uns soll es gut gehen, aber es werden immer noch Pflegekräfte unterbezahlt. Ach, es soll uns gut gehen und wir haben keine gescheite Digitalisierung, keine. Ja, auch wir haben unsere Probleme. Aber auch wenn das Wort Whataboutism ist und ich kann Whataboutism nicht leiden, muss man auch trotzdem mal sagen, an der Stelle zu dem Vergleich, wenn man mal in ein ärmeres Land geht und sagt, gut, okay, wenn man jetzt in ein ärmeres Land geht und sagt, wir haben Probleme mit Digitalisierung, werden wir ausgelacht, weil das ärmere Land wahrscheinlich eine bessere Digitalisierung hat als wir. Also, blödes Beispiel. Aber sicherlich wird es da viele geben, die uns sagen können, ach komm, wenn das dein einziges Problem ist, dann geht es dir ja eigentlich gut. Und in der Tat ist es so, es geht uns eigentlich gut. Ich glaube, dem geht's zu gut. Ich suche irgendwas, was ich hier oben reinmache, was nicht ganz gerade abschließt, irgendwie so ein bisschen Wölbung hat, aber es gefällt mir jetzt wieder nicht hier. Ah, ich bin immer so anspruchsvoll, es tut mir leid. Deswegen, also ich mache das nicht, weil ich jetzt, ja, komm, ich probiere mal den, oder? Ja, ich probiere, ich nehme jetzt den. Das sieht wahrscheinlich von hier aus ein bisschen komisch aus, wegen diesem Absatz hier. Ja, aber irgendwo auch witzig. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir einen ganz flachen Giebel finden, der da oben drauf passt. Ja. Aber gerade weil das so ist, dass wir so massivst gelangweilt sind, das ist, als wäre der Mensch nicht dafür geschaffen, ein Leben ohne Probleme zu führen. Und da das so ist, es aber in Deutschland das Leben eigentlich viel zu gut ist und der Mensch es hier viel zu schön hat, neigt er dazu, sich selbst Probleme zu erfinden, wenn man so will. So. Weil er keine richtigen Probleme hat, macht er sich halt andere. Und da er natürlich eigentlich nicht freiwillig Probleme haben möchte, wer will das schon? Wer will schon freiwillig Probleme haben? Ist komplett Quatsch. Macht er Probleme, die ihn selber eigentlich gar nicht betreffen? Aber das ist Kacke wegen dem da. Ich will das nicht zuhängen. Also bleibt es jetzt so. So. Das heißt, er macht sich nicht selber Probleme, die ihn persönlich belasten, sondern er macht Probleme, die einfach eher so gesellschaftlich belasten. So, über die er sich aufregen kann, an denen er sich stören kann und wo er sagen kann, warum ist die Gesellschaft so schlecht, wie kann man nur und, aber jetzt nichts, was einen persönlich belastet, weil das will ja niemand. So. Deswegen wird sich sehr viel und sehr gerne im Namen anderer aufgeregt. Und so entsteht halt auch diese ganze Woke-Szene. Dazu kommen noch sehr viele Leute, die das tatsächlich aus reinen Aufmerksamkeitsgründen machen, die einfach nur Bock haben, gesehen und gehört zu werden. So, jetzt ist hier die große Garage auch mal fertig. Ich bin gespannt, ob mein Auto dann später da reinpasst. So, extra, das können wir jetzt auch eigentlich so lassen, weil das ist jetzt hier wie so dieses Tor einfach vorne dran gesetzt. So. Müsste da eigentlich das Auto reinpassen. Das passt aber wenn auch echt nur gerade so, ey. Links und rechts verdammt eng. Gucken wir erst nochmal was essen. Oder erstmal Gärtnern. Gerade mein Leben weggepackt. So. Viele Argumente dieser Woken-Szene sind aber halt auch leider so ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Vieles, was sie da erzählen, ist ein bisschen schwierig. So. Und deswegen glaube ich, im Moment spitzt sich die ganze Sache immer zunehmend zu. Es wird in vielen Bereichen immer extremer und mittlerweile schon. Also es geht wirklich, wirklich in vielen Bereichen schon ins massiv Lächerliche. Also es werden Argumente angebracht, wo jeder nur ansatzweise vernünftige Mensch oder vernünftig denkende Mensch
sagen würde, Alter, ihr habt den Schuss auch überhaupt nicht gehört, oder? Es ist mittlerweile so jenseits von allem Guten und Bösen, was die da verzapfen. Und das wird irgendwann nach hinten losgehen. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Woke-Szene, weil die versucht ja immer noch woker und noch sozialer zu sein, weil das, was schon, ne, weil es ist ja wie gesagt, es geht nicht darum, um wirklich was zu erreichen, sondern die sind halt gelangweilt. Die brauchen was, worüber sie sich aufregen kann und wo sie auf Teufel komm raus die Welt verbessern können. Und je mehr von diesen Sachen wirklich funktionieren, desto mehr versuchen die natürlich noch mehr zu erreichen, weil es gar nicht darum geht, ein wichtiges Ziel zu erreichen, sondern die brauchen ja diese Beschäftigung. So, und das Schlimmste, was der Woken-Szene passieren kann, ist, dass ihr Schreien erhört wird und ihre Wünsche erfüllt werden, weil da, ja, das ist ja, da haben die ja gar nichts mehr zu tun. So. Je effektiver die, ich wollte nochmal was essen und trinken, je effektiver die für ihre Sache einstehen, desto mehr nehmen die sich ihre eigene Grundlage, wenn man so will. Und deswegen eskaliert das dann irgendwann komplett. Weil die Ziele nämlich immer höher werden und natürlich dann auch die Bedingungen immer bekloppt sind. Deswegen haben wir ja momentan so Sachen wie der Quatsch mit der kulturellen Aneignung und was weiß ich was, wo Sachen diskutiert werden, die eigentlich völlig bescheuert sind, wo eigentlich im Grunde genommen auch jeder weiß, dass es völlig bescheuert ist. Aber es ist wichtig. Es ist für uns alle sehr wichtig. Ich kenne diesen Typ nicht leiden, aber er gibt mir Jobs. Ich will mal irgendeinen Job haben, wo ich dann als Belohnung so Blade Traps kriege. Die sind mir nicht zu teuer, um sie selber zu bauen, deswegen renne ich jetzt nicht hierher. Dysentery. Nein, it smells like Teen Spirit. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Du bist ja völlig lost. Abholen und säubern, direkt um die Ecke. Ja. Alright. Alright, okay. Irgendwann. Ach, direkt da drüben die Tankstelle oder was? Irgendwann werden die sich selber zerlegen. Denn irgendwann erreichen die Bereiche, die so unrealistisch sind, dass sie einfach nicht mehr funktionieren können. Und an der Stelle wird die eine Seite der Woken Bubble abspringen und sagen, sorry, nee, aber es ist halt jetzt so dann irgendwie auch nicht. Und auf der anderen Seite ist es halt noch die sture Seite der Woken Bubble, die da auf Teufel komm raus dran festhält. Und irgendwann werden die sich selber zerlegen. Ja, weil es ist halt wirklich, je extremer es wird, was die da veranstalten, desto mehr gibt es innerhalb der eigenen Bubble denen die Handhabung und die Ideen und alles drum und dran zu surreal werden. Damit, ja, verlieren sie sich selbst, wenn man so will. So. Zumindest ich. Und nach der aktuellen Entwicklung davon aus, dass das passieren wird. Ich mach dich und ich mach dich und auch ich mach ich zu Fisch. Das Gleiche sieht man ja. Also gut, Fridays for Future hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Die machen immer noch ihre Sachen. Die versuchen auch verhältnismäßig sinnvoll ihren Kram durchzuziehen. Ich hätte niemals gedacht, aber das ist ja auch schon der Beweis, dass es immer bekloppter wird. Ich habe vor langer Zeit mal, also mittellanger Zeit mal gesagt, Luisa Neubauer, definitiv kuitabel, aber sie könnte besser die Klappe halten. So. Und mittlerweile in diesem ganzen Bereich, dieser ganzen Bewegung, ist eine Luisa Neubauer auf jeden Fall auf der Seite der Vernünftigen.
Aber das ist schon... Hui. Also, das liegt jetzt nicht daran, dass eine Luisa Neubauer im Laufe der Jahre erwachsener und vernünftiger geworden ist. Natürlich wird auch eine Frau Neubauer erwachsener. Aber also in bestimmten Bereichen hat sie ja auch immer noch ihre gleiche Meinung, ihre gleiche Einstellung, aber nein. Aber alle anderen sind halt so bekloppt geworden, dass eine Frau Neubauer da gegen halt mittlerweile richtig vernünftig wirkt. Zack, zack. Ach, du willst jetzt echt hier lang? Du hast einen Arm verloren. Das ist ein widerlicher Typ. So. Jetzt war ja Greta Thunberg mal auch die Ikone dieser Fridays for Future Bewegung. Ach, hi! Noch so ein Brennfuzzi. Gerade sagen, unter Strom steht er auch, aber da hat er offensichtlich keinen Bock drauf gehabt. Ich spare mir den Griff ins Klo. Thematisch sind wir jetzt sowieso schon bei dem einen oder anderen Griff ins Klo. Jetzt müssen wir das nicht auch noch wörtlich machen. Irgendwo ist ja dann auch mal gut. Ja, Greta ist ja auch in Ungnade gefallen, weil sie böse Sachen gesagt hat. So, das, ja. Lass dich knüppeln, du Viech! Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Das war es sogar was Antisemitisches gewesen? Keine Ahnung. Irgendwas hatte sie gesagt, was offensichtlich nicht so nett war. Wo ich mir auch wieder denke, ja, da kann man auch wieder ein bisschen rumheulen und überreagieren. So schlimm war das jetzt nun auch wieder nicht, aber auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass das heilige Symbol Greta dann offensichtlich doch keine Heilige ist, sondern vielleicht auch nur ein ganz normaler Mensch mit normalen Meinungen und was auch immer, weiß ich nicht. So halt. Aber das ist ja genau der Punkt. Genau das wird halt mit allen anderen auch irgendwann passieren. Die anderen werden halt auch irgendwann quasi in Ungnade fallen oder wie auch immer, weil... Ja. Die kämpfen halt nach außen hin für das Gute, aber im Grunde genommen kämpfen die meisten... Nicht, weil sie das gut erreichen wollen, sondern weil sie den Kampf selber brauchen. Kämpfen um des Kämpfens Willens. Und das wird irgendwann schief gehen. Also ich möchte das einfach weiter lustig beobachten. Ich mag das. Mittlerweile habe ich Spaß an der Woken Bubble. Ich kann sie nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, die haben alle irgendwie ihre Prioritäten falsch gesetzt, meine ich. Aber drüben kann man aufs Dach, warum war ich da nie? Naja. Mal sehen, wo das noch hinführt.